Heute konnte ich endlich den Sepp überzeugen, Geo zu cachen. Ist das nicht toll, Sepp? Ja! Geocache! Und was haben wir uns rausgesucht? Du hast einen rausgesucht, so ein T5, irgendwas mit einem Baum oder so. Ja, weil ich wollte einen Geocache haben, bei dem man einen Baum hochklettern muss. Darum haben wir ein Seil eingepackt und wir suchen gerade nach dem Baum. Wir sind quasi fast da, würde ich sagen. Naja, 100 Meter noch ungefähr. Also irgendwo dahinter uns müsste der sein. Und dann gucken wir mal, wie hoch das ist. Schon das Bein, wie hoch das ist? Weiß ich nicht. Mit der Beschreibung von dem... Wir gucken einfach mal. Sieh es, wir brauchen eine Ausrüstung. Aber die haben wir dabei. Alright, los geht's. Juhu, auf weiter. Selbst sind wir hier jetzt schon richtig. 3 Meter in diese Richtung ist wohl der Baum. Fällt dir was auf? Irgendwie... So auf Kniehöhe ungefähr was? Ist dieser Baumstumpf unser Baum, den wir gesucht haben? Vermut mal, ja. Also 3 Meter irgendwas in die Richtung. Was kommt hin? Ich glaube, wir haben einen neuen Baum gefunden, oder? Ja, angeblich gibt's da oben im Cache. Aber das können wir sich nur rausfinden, wenn wir uns dorthin begeben, in diese fernen Landen. Hast du da schon dein Equipment zur Hand? Ja, das ist ja mein hochfestes Spezialkletterseil. Hochfest? Ja, ja. Nein, das Paracord. Wenn ich jetzt da irgendwie kam und 10 Meter Seil hochschmeiße, das kommt ja nie da oben an. Also ich bin jetzt nicht gerade Hulk oder so. Wobei, manchmal vom Grünton kannst du vielleicht hinhauen. Wobei, nee, ja. Nee, Halk ist so hellgrün meistens. Ne? Ja, das kriegt man in der Post-Production, glaube ich, hin. So. Easy. Easy. Dann halken wir es noch. Ja. Also, Gewicht. Ja. Schnürdibob. Abfahrt da hoch. Und an das andere Ende von dem Schnürdibob hier binden wir das eigentliche Seil und ziehen das dann da hoch. Oha. Brain Time hier, ja, ja. Also, hauer. Ich habe zwar damals sportmäßig Leichtathletik gemacht, aber werfen war nie so meins. Also dann. Oder willst du es versuchen, bist du besser? Ja, ich probiere es auch mal. Eigentlich ist jeder besser im Werfen als ich. Okay. So. Ich glaube, das verknotet sich jetzt schon. Ja, das verknotet sich immer. Das ist ein Fluch, der auf meinem Material lastet. Wenn bei mir irgendwas länger ist als breit, es verknotet sich. So. Okay, versuch nochmal. Also, da hoch. Nein. Ja, du hast einen Baum getroffen. Ja, reicht auch, oder? Ja, der Ast hält locker. Dürfen wir 3 Wochen nichts essen vorher. Alles klar. Dann neuer Versuch. Aua. Das schneiden wir raus. Ich bin auf dem Seil gestanden. Ah. Das hat auch am Schlauch. Vor allem, wenn es der eigene Schlauch ist. Opa. Opa. Zuschauer müssen Count erstellen, in die Kommentare schreiben, wie viel genau. Wir jetzt gebraucht haben. Was glaubt ihr, wie viel David insgesamt braucht? Ja. In Action! X2, wuhu! Gedächtnis anflachen, Erich. Jawohl, da ist das Ding. Böses Öl. Schalala. Schalala. So. Muss ich noch runter. Genau, lass da runterwedeln. Runterwedeln. Ja. David wedelt im Wald. Psst. Da hängt's. Da hängt er. Der Carabiner. Aber da kommen mit dem Mast dran. Ja, Stück für Stück, ja. Ha! Yes! Unaufhaltsam nähert sich das. Unaufhaltsam. Boah.
Ah, das habe ich aber gut gesprungen. So. Das ist das Ding. Was ist das für ein Knoten? Das ist so ein Klemmkollege. Namen kann ich dir leider nicht sagen, weil ich kann ich mir nie merken. Der Knoten heißt Klemmkollege. Genau, das ist das mein persönlicher Klemmkollege hier. Sache ist die, wenn ich jetzt das Seil ziehe. Ja. Oh, das öffnet sich. Ah, nee, schnürt sich ein. Ah. Das heißt, ich kann es einfach da hochziehen und habe jetzt hier keinen dicken Knoten vom Seil, welches beide aneinander knoten würde, der da oben sich dann vielleicht verkantet, verhakt und dann hängt das Seil da blöd rum. Darum gehen wir jetzt dahin und nehmen dieses Ende. Das Ende. Das Ende ist nah. Das ist ungefähr genau hier ist das Ende. Das ist das Ende. Mhm. Von der Form her kann man das auch ungefähr erkennen, dass das so ein Auge hat. Haha, schön wieder reingekommen. Manuel. Schlawiner. Schlawinerwürstchen. So, jetzt ziehe ich das ganze Thema hier hoch. Mhm. Und jetzt werden Sie gleich, werte Damen und Herren, vor meinem Gesicht. Ach, wir hätten so eine Schlangenbeschwörerflöte mitnehmen müssen. Hast du? Oh ja. So. Aber die geht nur hoch, die tanzt nicht. Das ist eine bekannte Baumschlange. Ja, Baumschlange. Das ist in Afrika. Baumschlange. Besonders gesund, wenn man sie grillt. Folgende Sache, jetzt ziehen wir noch ein bisschen hier nach. Lösen den Klemmkollegen hier. Mhm. Das ist im alpinen Bereich heißt er auch so, ja. Kann man auf klemmkollege.de oder so. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie der Knoten genau, heißt. Falls ihr ihn erkannt habt, sieht ungefähr so aus. Moment. Ja. Blub. Der bekannte Klemmknoten. So, Schnürchen aufräumen. Sonst sind wir nämlich nicht mehr wieder, wenn es auf dem Boden liegt. Der ist für alle Arten von Schnüren geeignet. So. Wenn wir uns hier gleich an diesem Seil befestigen, selber, dann sieht das so aus, dass wir am Doppelstrang arbeiten. Oh, Doppelstrang. Weil, wenn ich jetzt mich an einem Ende festziehe und dem anderen nicht, dann kann es ja sein, dass das hier einfach sich nach oben wegbewegt und rausflutscht aus dem Sicherungsgerät und dann hängt man doof da oder fällt runter. So, wenn du mich jetzt wie im Top Rope sichern würdest, was ja prinzipiell möglich wäre, dann haben wir das Problem, wir haben da oben sehr viel Reibung auf dem Seil, weil die Rinde ja am Seil reibt. Mhm. Und das wäre schlecht. Ja. Also, Abrasion. Nehmen wir das hier quasi als Statikseil. Ja. Mit zwei Klemmknoten oder Klemmkollegen, anderer Art, mit Fußschlaufen, die dann wiederum am Klettergurt befestigt werden, an dem wiederum das Sicherungsgerät hängt und dann geht's da hoch. Krass. Und hoffen wir, dass er da noch ist, der Geocache, und nicht von irgendeinem Adler oder anderen Luftikus da gemopst wurde. Ja, die Enden hier werden dann fachmäßig verorgelt. Fachmännisch verorgelt. So, das ist hier ein anderes. So, der hier, der blockiert das, falls das zurücklaufen sollte. Alter. So. Und wie heißt der Knoten? Orgelknoten. Orgelknoten. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Das ist ein klassischer Hinterorgler. Wir sind mega faul, was Recherche angeht, glaube ich. Ich muss mal irgendwie andere sinnvollere Sachen merken. Also den Namen vom Knoten. Ich meine, es ist sinnvoll, dass man weiß, der Knoten funktioniert. Wie der heißt, doch scheißegal. Ja. Ich bin jetzt ja kein Knotenlehrer oder so. Dreifacher Droggelbecher. Ja, eben. Vierfacher Luftmops. Weiß nicht. So. Dann, wie der Schweizer Kollege sagen wird, das Gestelltli anlegen. Hä? Jawohl. Sind Sie bereit? So gut wie. Ich muss hier noch den Safety Apparatus befüllen. Befüllus Maximus bis zum Limit. Mit Seil vollknallen den Apparat. So, Carabinieri. So, das ist schon mal da. Dann kann der da rein. Zu. Dann. Obacht. Sehen Sie meinen Schritt. Wunderschön. Ja, schön. Der Rest gibt's auf OnlyFans. Oder wie wir sagen, nur Ventilatoren.
Warum ist die Öffnung hier und nicht auf der Seite vom Carabiner? Weiß ich nicht. Weil ich bin Rechtshänder, das ist meine Sicherungshand. Ja. Das heißt, ich bewege hier in diese Richtung das Seil. Ah. Wenn jetzt die Öffnung da wäre, könnte ich in die Verlegenheit kommen, da dran vorbeizureiben mit der Hand, um es vielleicht zu öffnen. Oh, mega safety. Wäre schlecht, darum so. Ja. Gleich ist der Karabiner jetzt auf das Sicherungsgerät nochmal abgestimmt. Der hat so eine kleine Nase, das ist auch nicht verrutscht. So, dann habe ich noch Halsschmuck der neuesten Art. Das trägt man jetzt so. Trendy. Ja. Trendy Sepp. Ja, erst seit In Extremo in der Stadt sind. In Extremo sind in der Stadt? In Extremo sind in der Stadt. Und wie heißt dieser Knoten? Der heißt Klappe zu, Flanders. So, also, was ist hier? Ein Knoten. Wieder ein Klemmknoten. Sie erkennen ein Muster, oder? Genau. So. Das da ist dann meine Fußschlaufe. Mhm. Den schiebe ich per Hand hoch. Und dann mache ich einen zweiten da drunter, dass ich dann wie so, ne, so im Wechsel da hochjiggern kann. Hä? Sehen wir nachher. Ist was? Ja, hol's mal raus. Ja, bin dabei. Ich will es nicht fallen lassen. So. Eine kleine Filmbox. Eine Filmbox? Oh. Da ist das Logbuch drin. Hm. Da schreiben wir jetzt Namen. Die Datum Randfichten. 19. Irgendwas, das letzte Mal Mitte Februar gefunden. Damals? Mitte Februar wurde das letzte Mal gefunden. Wahnsinn. Ist wohl nicht so die häufigste Gegend hier. Und dann runter. Ab die Post, runter. Ja. Übrigens toll, dass du hochgeklettert bist und nicht ich, obwohl ich die Idee hatte. Aber. Ja, du hast auch einen Gurt an, ne? Also welche Sprüche können dafür vielleicht sorgen, dass du auch noch hoch bist? Naja, jetzt waren wir ja schon hoch. Warte, ich habe nur meinen Namen reingeschrieben. Scheiß drauf. Und das dachte ich, muss natürlich jetzt hier drin gucken. Na gut. Ja, mega gut, Sepp. Ja. Also dann können wir den nächsten Geocache so einen unter der Brücke machen oder sowas. Easy, oder? Dann kletterst du aber zuerst hoch. Naja, anyway. Also, für heute reicht. Für heute reicht. Ciao. Jetzt erstmal duschen. Ciao, ciao.